Man muss ja die unterschiedlichen Planungsstufen unterscheiden. Einmal die ganze Fabrikplanung, Gebäudeplanung, Layoutplanung. Dort haben wir natürlich schon digitale Instrumente im Einsatz. Haben vor 2 Jahren angefangen im Bereich der Prozessplanung mit MTM hier Themen digital abzubilden und die auch weltweit einzusetzen. Der nächste Schritt, den wir jetzt noch gehen wollen, ist dann wirklich die operative Abbildung der Fabrik. Wie wird sie sich weiterentwickeln in den nächsten Jahren auf Basis von Kapazitätsplanung und damit dann auch Veränderungen, die im Layout wieder stattfinden, abzubilden. Und das ist so der nächste Meilenstein für uns.